So, wir wollen auf jeden Fall Firetail und, ja gut, Raindancer wollen wir mitnehmen. Wir nehmen Stonewall mit, ja. Stonewall nehmen wir definitiv mit. Weather Witch und Terror Eye auf jeden Fall auch, weil die sind zum Anlocken. Wir dürfen hier keinen verschrecken, das ist das Problem. Das hier ist übrigens eine fast reine Außenmission. Fingers ist ganz gut, durch die unheimliche Ruhe können wir die Angst von Leuten gezielt senken. Ihn hier nehme ich auch mit. Ja. Ihn nehme ich nicht mit. Denn wir nehmen Harriet mit. Das hat ganz bestimmten Grund, den werde ich zeigen. Führe das Filmteam zur Waldhütte und bringe sie dazu, das Ritual zu wiederholen. So, wir sehen hier, hier ist so eine riesige Schlucht, die das Camp, das Dorf, das wir im Übrigen, also dieses Haus, das wir im Übrigen schon mal gesehen haben, umschließt. Dann hier so ein großer Fluss, so ein bisschen Sumpf und hier haben wir... Es ist 300 Jahre her, da hab ich, dummes Ding, mir den Hass einer mächtigen Hexe zugezogen. Härter hätte sie mich nicht strafen können. Sie machte mich für sterbliche Augen unsichtbar. In einem Ring von Bäumen bin ich gefangen, nur wenn der Fluch entkräftet wird, kann ich entkommen. Der redet so geil. Mach, dass die Sterblichen mich wieder sehen, löse den Fluch, der mich hier hält. Ich find den so geil. Blair Wisp, im Übrigen, heißt er. Schön, dass du da bist, Fremdling. Hörst du mich? Ich heiße Sparkle, bin ein Geist der Flammen. Ich wollte nicht lang in diesem Feuer bleiben, doch dann begann es köstlich über mir zu brutzeln. Ich muss wohl eingeschlummert sein. Als ich erwachte, war das Feuer aus. Ich flehe dich an, entzünde es erneut, damit ich fliehen kann. Du sollst es nicht bereuen. Ja, dann haben wir Sparkle, Blair Wisp und natürlich... Bring mir noch mehr Seelen. Delikate Bissen, um den gigantischen Appetit des Darkling zu stillen. Solch winzige Gemüter sind sicherlich leicht zu hüten. Sind sie erst einmal hier, werden sie nie wieder weggelassen. Ja, und unseren guten Darkling. So, wo sind denn unsere drei Jungs? Unsere drei von der Stange. Ah, das Problem ist, die drei sind vollkommen, nicht nur vollkommene Weicheier, sondern auch total orientierungslos. So, um ihn hier zu befreien, normalerweise die drei hier haben Taschenlampen oder so ähnliches dabei. Wir müssten ihn eigentlich hierher locken, dass sie hier praktisch grillen und dann, praktisch wir mit Firetail das Ganze entzünden. Laufen dann aber in die Gefahr, dass wenn davon einer eine Feuerschwäche hat, der abhaut und damit die Mission gescheitert ist. Wir können das Ganze in Form gehen, indem wir Harriet hier binden und sagen einfach mal Geistergeschenk. So, jetzt haben wir hier ein kleines Geistergeschenk stehen. Jetzt schicken wir die wieder zurück auf die Bank, binden Firetail dran und sagen Feuertanz. Mäh. Und traurig. Hab vielen Dank. Ich tue alles für dich, was ich kann. Ja. Und damit haben wir Sparkle befreit. Den zweiten Salamander-Typen. Kann ähnliche Sachen wie er, wie Firetail, nur dass er halt eben hier auch Inferno kann. Das ist eine ziemlich. Das ist praktisch Backofen nochmal in Extremform. Und hier ist irgendwie eine Silhouette von Harriet. Egal. Ignorieren wir. Hier haben wir noch einen Leichnam rumliegen. So, die drei stehen jetzt hier irgendwie so ein bisschen fest. So. Da können wir Abhilfe schaffen. Denn wir binden erst einmal die
hier dran und sagen ihm hier, nee, Quatsch, falsch. Wir sagen ihr hier, Sirenengesang. Oh nö. So, da sehen wir das zweite Problem. Die kommen hier nicht rüber. Na? So, bin ich dafür die richtigen dabei? Ich habe ihn hier mit Eishauch und eisiger Hand. Ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Es gibt noch einen anderen Weg, so ist es nicht. Ah, ja, falsch. Nee, richtig. Nee, falsch. Nee, keine Ahnung. Geht's mit ihm? Obsession? Wenn er hier Obsession einsetzt, müssten sie eigentlich auch noch angelockt werden. Wo sind sie denn? Jungs? Kräfte, also mit Böen kann ich auf jeden Fall hier den Nebel wegmachen. Meine ich zumindest. Nee, nicht mit Böen. Ihn hier. Mit Windverstärkung kann ich den Nebel wegmachen. Oder auch nicht. Irgendwie... Nein. Ich glaube, ich habe gerade wieder einen Fehler gemacht. Weil er hier eine falsche Aufrüstung hat. Oder hat keine Aufrüstung. Ja. Jetzt will ich noch was ausprobieren. Es gibt nämlich noch einen zweiten Weg. Ich glaube, es reicht, wenn ich ihn hier binde. Eishau. Ich hätte Knuckles mitnehmen müssen. Die Mission ist reines Ausprobieren. Das ist so ein bisschen blöd. Gut. Ja. So, Firetail, Raindancer mal raus, Weatherwitch bleibt drin, Terra Ice muss drin bleiben, Stonewall, Knuckles bleibt drin, Aether kommt raus und wird durch sie ersetzt, Knuckles kann ich auch mal rausschmeißen, dafür kommt sie mit. Hat sie auch Kälte? Nee, sie hat keine Kälte. Und Harriet kommt mit. Führe das Filmteam zur Waldhütte und bringe sie dazu, das Ritual zu wiederholen. Ja, mache ich ganz ruhig. So. So, damit kriegen die praktisch... Fehlen nur Kräfte gegen die Stufe. So. Ich meine, jetzt können sie praktisch rüber, indem ich hier sage, Sirenengesang. Wie hier komme ich mich gleich. Ach, da. Kräfte lenken. Nee. Ah, verdammt. Das war falsch. Sie kann ich auch noch. Verlockung. Nur Kräfte lenken bei der Stufe.
Sie müssten jetzt angelockt werden und jetzt darüber kommen. Na? Geht? Nee? Gehen die ja nicht mehr rüber? Bang. Ich weiß gar nicht, wie lange der den Sturm aufrechterhalten kann. Oder war es doch die Sache? So, ich bin den Knuckles hier. Und sag ihm Eishauch. Ich binde Terra Ice hier und sage Eis. Ja. Dadurch haben wir nämlich die ganze Sache jetzt eingefroren. Mit unter diesem Fluss. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie jetzt auch da drüber laufen kann. Aber ich binde mal Harry hier und sage ihr Geistergeschenk, denn wir müssen auf die Punkte achten. Da kommt es mir gerade recht, dass die jetzt gerade da sind. Feuertanz, auch wenn es ein bisschen ist. Gut, Harry steht schon wieder da. So. Ah. Hat nicht viel gebracht, gut. Das könnte doch auch noch sowas, oder? Kälte. Keine Ahnung. Mach mal Verlockung. Die Jungs hier sitzen da, brennen einfach mal so ein bisschen vor sich hin. Kräfte. Obsession, nicht. Kräfte. Obsession. Genau. Binden. Sirenis, genau. Er kann das scheinbar eine ganze Weile aufrechterhalten, den Sturm. Das finde ich gut. Dann kommt nämlich nicht der Nebel zurück. Ich weiß nämlich nicht, ob, wenn ich ihn dran binde, da wegbinde praktisch, ob er dann. Ja gut, theoretisch, ich lasse ihn mal ihn sein, denn sie kommen nämlich jetzt auch hier rüber. Sie können nämlich jetzt hier rüberlaufen, über den See. Aber der Nebel bleibt weg. Okay, gut. Das heißt, ich muss ihn nicht aufrechterhalten. So. Und sobald alle drei drüben sind, auch du, Heather, los, Heather. Bitte, Heather. Bitte schneller, Heather. Gönnen sie nämlich hier einfach rüberlaufen. Los, lauf rüber, Heather. Und wenn ich jetzt die beiden hier wegschickt, kommen sie nicht mehr zurück. Dadurch haben sie nur noch diesen Weg. Dann haben sie zwar diese Stelle und damit Blair Wisp umgangen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie vielleicht aus der Richtung rüber können. Damit sehen wir übrigens auch mal, wie Temperaturen funktionieren, was ich auch ziemlich cool finde, persönlich. So. Ja, ich lasse das jetzt gerade mal. So. Jetzt kommt eine Stelle, die ist, ja, ich sag mal gemein. Die reagieren irgendwie nicht auf den Sirengesang. Das Gefühl. Wenn sie die Kluft überqueren sollen, brauchen sie jedoch etwas, das als Brücke dient. Genau.
ausprobieren, ob ich sie von hier aus herlocken kann. Durch Terror Eyes sagt mit Faszination, hierher zu kommen. Ob das möglich ist oder ob sie hier wieder zurückrennen. Dann könnte ich nämlich theoretisch ihn hier befreien, wenn sie hier sind. Nee. So,